wenn ihr nicht Knie schleifen könnt, wenn ihr nicht Ellenbogen schleifen könnt, wenn ihr nicht auf Kante fährt, wenn ihr keine Wheelies könnt, wenn ihr noch nie auf Rennstrecke gewesen seid. Still I'm going no switching. Just a rum in the picture. I take the time, get me rich. Got the thought so intact. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video. Wuppa! Von dem guten alten Waldi. Wuhu, wuhu! Wir haben endlich geiles Wetter und können es endlich richtig nice ausnutzen und richtig so bam, bam, bam abgehen. Apropos abgehen, ne? Ich lese sehr oft eigentlich auch. Entweder Kommentare oder auch persönliche Nachrichten, die ich von vielen Leuten gestellt bekomme, wo drin steht, ja, ob ich irgendwann einmal auf die Rennstrecke fahre, ob ich Knie schleifen kann, warum ich zum Beispiel jetzt hier bei meinem Lederkombi die Knieschleifer eben noch nagelneu sind, warum die nicht entjungfert sind und wann ich Wheelies mache, ob ich Wheelies kann und so weiter und so fort. Ich sage euch einfach mal, was ich dazu davon halte eigentlich. Und zwar sehr oft oder sehr gerne sieht man einfach mal, egal, sei es Videos, sei es Bilder, dass sehr viele Leute einfach gerne Knie schleifen. Das Kniesteifen, das kommt ja eigentlich vom Rennsport, sprich ja die Leute, die ganze Motorrad fahren, Rennfahren, das machen ja die beruflich. Die nehmen ja die Kurven extrem stark, extrem schnell und da haben die auch einen extremen Neigungswinkel. Und dann kommt es dazu, dass die eben mit ihren Knien schleifen. Heutzutage ist das auch noch extremer geworden mit dem Ellenbogenschleifen. Dann geht der andere hin und schleift halt seinen Helm noch. Ja, okay, kann man machen. Why not, ne? Was laberst du? Ich kann verstehen, dass es ein sehr geiles Gefühl ist oder dass es viele feiern oder irgendwie geil finden. Bloß in meinen Augen, ich sehe das so. Knieschleifen, viele sehen das so. Okay, der und der macht es, der und der kann das. Ich möchte das auch können. Okay, dann kann man das lernen. Aber dann darf man jetzt bloß nicht irgendwie sagen, yo, ich mache jetzt die komplette öffentliche Straße zu meiner persönlichen Rennstrecke und übt da jetzt das Knieschleifen, das Wheelies ziehen und die ganzen anderen Sachen. Ich persönlich finde, man muss nicht unbedingt Knie schleifen oder noch krasser sagen wir Ellenbogen schleifen. Klar, es ist modern alles geworden, es ist sehr interessant alles geworden, man sieht es gerne und macht es gerne, aber macht es ein Biker aus? Nein, macht es nicht. Warum? Denn muss ja nicht sein. Warum? Warum muss ich Knie schleifen? Muss ich nicht. Ich kann auch so auf dem Motorrad fahren. Mache ich auch genauso. Ich kann auch so eine Kurve nehmen, ohne Knie zu schleifen. Klar kann ich das machen. Mache ich auch. Richtig. Somit, Leute, wenn ihr nicht Knie schleifen könnt, welcome to the club. Ich kann es auch nicht und ich finde es auch gut so. Ganz einfach. Okay. Als nächstes kommen wir dann auch zum nächsten Punkt. Das wäre dann Wheelies. Wheelies ist ja bekannt dafür, auf dem Hinterrad zu fahren. Einfach das Vorderrad hochzuziehen und dann ballern auf dem Hinterrad. Das sieht man auch ganz gerne. Das macht man auch vielleicht ganz gerne. Kann ich auch verstehen. Ich persönlich, ich kann es nicht. Ich habe es auch noch nie gemacht. Das Einzige, was bei mir halt passiert manchmal ist, wenn ich die jetzt ein bisschen mal ausfahre, ein bisschen ausdrücke so im ersten, dass sie dann auch automatisch hochgeht. Einfach, das ist aber eher so ein Leistungsding, wo man dann einfach auch dazu sagen kann, ja, ist ein Power Wheelie. Und ein Power Wheelie ist nicht unbedingt so ein richtiger Wheelie, die viele verstehen, wo man einfach mit der Kupplung arbeitet und dann hochzieht und dann mit der Hinterradbremse und so weiter und so fort. Ja, ich weiß schon, wie es funktioniert ungefähr oder in Theorie, aber in der Praxis kein Plan, noch nie gemacht. Und ich persönlich, ich habe zwar vielleicht irgendwie, sag ich mal, Interesse daran, aber ich bin nicht unbedingt so, dass ich sage, oh, ich muss jetzt unbedingt Wheelies drauf haben, muss jetzt unbedingt Wheelies machen können. Nee, geht mir gar nicht so. Wisst ihr, weil das Bike hier, was ich drunter habe, es hat für mich einen persönlichen sehr hohen Wert. Auch geldtechnisch und emotional und so weiter und so fort. Einfach bedeutet mir sehr viel. So, wenn ich jetzt mit dem Bike irgendwo hinfahre und sage, so, hier übe ich jetzt mal ein bisschen Wheelies. Und dann von mir aus geht der eine oder andere gut, dann fängt es an so, ja, wird immer besser, wird immer besser. Und dann irgendwann übertreibt man es komplett und dann schallert es einen richtig weg. Ja, und dann liegt das Bike einfach dran und du neben dran und wenn es gut gelaufen ist, stehst du auf und sagst, scheiße, ist nicht so gut gelaufen. Aber muss das sein? Nee. Muss man halt natürlich auch für sich entscheiden, ob man das machen möchte, weil ja, nicht jedes Bike ist einfach zum Wheelen, weil auch nicht jedes Bike sich dafür gut eignet. In meinen Augen, Wheelies, wisst ihr, es muss nicht sein, weil genauso wie auch
Kniestreifen. Gehört es zum Biker dazu? Heißt es, wenn ich jetzt Wheelies machen kann oder Wheelies mache, bin ich ein richtiger Biker? Nein, genauso nicht. Das macht mich auch nicht zum richtigen Biker. Oder wenn ich keine Wheelies kann, heißt es, ja, ich bin kein richtiger Motorradfahrer. Kann ich genauso sagen. Es steht wirklich auch dasselbe Thema, wo viele denken, ja, Wheelies gehört dazu, Wheelies muss sein. Nein, muss es nicht sein. Persönlich, ich kann keine Wheelies, ich habe noch nie Wheelies gemacht und kann sein, dass ich irgendwann mal welche übe, aber bestimmt nicht mit dem Motorrad. Ich hoffe es zumindest. Nee, nicht mit der. Auf jeden Fall nicht mit der, weil mir das persönlich einfach zu risikoreich ist. Deswegen Leute, wenn ihr keine Wheelies kennt, ist es schlimm? Nope, ist es nicht. Riskiert es lieber nicht. Außer ihr habt Bock drauf. Okay, wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Kopf. Jeder muss es für sich entscheiden. Aber ich sage einfach dazu, meine Meinung, dass Wheelies keinen Biker ausmachen. Next Step ist, ja, passt auch ganz gut zu Knieschleifen eigentlich. Wenn man, viele sagen ja immer, den Reifen auf Kante fahren und so, das ist ein ganz bekannter Spruch. Das heißt ja, dass man den Hinterreifen, von mir aus auch den Vorderreifen, komplett auf die Kante fährt, dass da der Reifen komplett abgenutzt ist und man eigentlich nichts vom Reifen noch sieht. Und viele sagen ja, ja, wenn deine Kante komplett abgefahren ist, dann bist du ja ein richtiger Biker, weil dann hast du ja das Bike richtig schön in der Kurve drinnen und das Profil ist schön abgefahren, sprich du kannst die Kurven richtig fahren. Boah, geil. Nice. Ich fahre meinen Reifen auch nicht auf Kante in Kurven. Ich hatte davor noch viel Platz, ich habe danach jetzt immer noch viel Platz. Ich habe jetzt einen neuen Reifen, da ist immer noch viel Platz. Ja, weil ich auch noch nicht viel um die Gegend rumgekommen bin. Ich konnte noch nicht viel fahren, viel ausprobieren. Das sind neue Reifen, das Wetter hat noch nicht gepasst und so weiter und so fort. Das ist vollkommen egal. Worauf ich hinaus möchte, dass viele sagen immer, ja, wenn ich jetzt so den bekannten Angststreifen bei dir sehe, dann hast du ja Schiss, dich in die Kurve zu legen. Was heißt, habe ich Angst, in die Kurve zu legen? Der eine oder andere ist vielleicht irgendwie noch Fahranfänger oder der andere sagt, nee, ich bin noch nicht so viele Kurven gefahren oder ich übe noch oder ich probiere noch oder ich kann es nicht und was weiß ich. Oder der eine sagt, ja, ich fahre mit dem Bike nur zur Arbeit und da geht es nur geradeaus. Kann auch sein. Was ich damit sagen möchte ist, wenn ein Hinterreifen noch ein bisschen was von diesem bekannten Angststreifen hat, heißt das noch lange nicht, dass man ein schlechter Biker ist, weil nicht jeder auch sein Bike komplett auf Kante fahren muss. Wozu denn auch? Wie wertet man das aus? Wenn ich hergehe und sage, so, ich bin jetzt auf Kante gefahren, ich bin jetzt ein richtiger Biker. Nein, bestimmt nicht. Bin ich jetzt auf Kante nicht gefahren, somit bin ich jetzt ein schlechter Biker. Nein, warum denn auch? Ich sag mal so, ich habe es auch bis jetzt noch nicht geschafft, meine Reifen komplett auf Kante zu fahren. Aus welchen Gründen auch immer. Kann sein, dass ich jetzt noch nicht genug Kurven hatte. Kann sein, dass ich mir noch nicht traue. Oder was weiß ich, zu wenig unterwegs war. Alles Mögliche, wisst ihr. Aber spielt das für mich jetzt eine große Rolle, wo ich sagen muss, ja, das macht jetzt mich als Motorradfahrer richtig aus? Nö. Einfach nö. Spielt es nicht, ob ich es jetzt kann oder nicht, ist mir eigentlich komplett egal. Muss ich wirklich dazu sagen, ist mir komplett egal. Denn das macht mich als Motorradfahrer genauso wenig aus. Weil ich einfach mein Hobby trotzdem mache. Und wie ich das mache, bleibt mir einfach überlassen. Somit Leute, ihr seht, so Sachen wie Knieschleifen, Ellbogenschleifen, Wheelies, auf Kante fahren oder auch Rennstrecke. Das ist auch ein sehr gerne gefragtes Thema. Wann fährst du auf Rennstrecke? Dass ich noch richtig aussprechen kann. Warum fährst du nicht auf Rennstrecke? Willst du noch auf Rennstrecke fahren? Oder wie schaut's aus? Du hast das perfekte Bike für Rennstrecke, weil du hast ja eine Supersportler. Du musst auf die Rennstrecke. Muss ich nicht. Wer sagt zu mir, dass oder zu jemand anderem, ist ja vollkommen egal. Wenn ich als Motorradfahrer eine Supersportler habe, dass ich damit auf die Rennstrecke muss. Wer sagt das oder beziehungsweise wer entscheidet das? Man weiß es nicht. Geiler Scheiß. Ich weiß zwar nicht, wie viel man hier fahren darf, aber hol ich's nehmen. Mein Bike ist ja eigentlich, wie man so schön sagt, perfekt für die Rennstrecke gemacht, weil es ist ja eine Supersportler, R1 M, das Modell und bla bla bla, alles für die Rennstrecke bereit, alles für die Rennstrecke tauglich. Ja, das stimmt schon, aber muss ich damit auf die Rennstrecke? Nein, muss ich nicht. Warum? Weil ich das persönlich für mich einfach entscheide, ob ich damit auf die Rennstrecke fahre oder nicht.
ich persönlich kann auch sagen, ich möchte einfach gar nicht die Rennstrecke besuchen. Ich kann auch sagen, ich kann damit nur durch die Stadt fahren. Ist ja meine Entscheidung, weil ich habe mir dieses Bike gekauft. Ich habe mich dafür entschlossen, dieses Bike zu fahren. Und ich habe mich dafür entschlossen, mit diesem Bike eben zu machen, was ich möchte. Ich verstehe. Radfahrer, Radfahrer, schön langsam hier. Ja, dankeschön, dankeschön. Viele sagen immer ganz gerne, Rennstrecke, Digga, du musst auf die Rennstrecke. Muss ich nicht. Und ihr müsst es auch nicht. Wenn einer sagt, ich möchte auf die Rennstrecke, let's go, let's do it. Aber jetzt herzugehen und sagen, ja, man muss unbedingt auf die Rennstrecke, vor allem mit so einem Bike, muss man einfach auf die Rennstrecke. Nope, muss man nicht. Somit möchte ich einfach mal sagen, ihr müsst es für euch entscheiden. Und ob ihr jetzt auf der Rennstrecke gefahren seid oder nicht gefahren seid und was für ein Bike ihr fährt, macht euch auch nicht zu einem richtigen oder zu einem keinem richtigen oder zu einem schlechten, zu einem guten, vollkommen egal, Biker. Ihr seid ein Biker, wenn ihr ein Motorrad habt, ein Motorrad fährt und dieses Hobby liebt. Ihr seid kein schlechterer Motorradfahrer oder ein schlechterer Biker oder was weiß ich, wisst ihr, wenn ihr nicht Knie steifen könnt, wenn ihr nicht Ellenbogen steifen könnt, wenn ihr nicht auf Kante fährt, wenn ihr keine Wheelies könnt, wenn ihr noch nie auf Rennstrecke gewesen seid. Es spielt wirklich gar keine Rolle, ob ihr das sowas gemacht habt oder nicht gemacht habt, ob ihr sowas noch machen möchtet. Und es entscheidet nicht über euer Können oder über euer Wissen. Wirklich nicht. Und deswegen, Leute, nehmt das nicht immer so ernst und nehmt das nicht immer so persönlich, sondern entscheidet das für euch, was ihr macht und wie ihr macht und was ihr gerne machen möchtet. Für mich, in meinen eigenen Augen, jeder Motorradfahrer ist ein Motorradfahrer, der sein Hobby liebt, der sein Hobby auch sehr gerne macht und dazu auch steht. Und ich persönlich, ich mache mein Hobby sehr gerne, ich stehe dazu, ich sage auch, was ich kann, was ich nicht kann. Ich kann keine, wirklich, ich kann keine Wheelies, ich kann keine Knie schleifen, ich kann keine Ellenbogen schleifen, ich kann nicht meinen Reifen komplett auf Kante fahren. Und ich war noch nie auf der Rennstrecke. Bin ich jetzt ein schlechter Motorradfahrer? Nein. Und wenn mir jemand das irgendwie anders behaupten möchte, okay, kannst du gerne machen, aber I don't care, ganz ehrlich. Ist mir egal. Und wisst ihr warum? Weil ich mein Hobby liebe und weil ich mein Hobby sehr gerne mache. Und ihr solltet das genauso machen, Leute. Steht einfach dazu. Und alles andere spielt einfach gar keine Rolle, Leute. Ich würde sagen, somit haben wir auch das Thema mal ein bisschen mehr abgeklärt. Ich hoffe, viele von euch sind meiner Ansicht oder verstehen wenigstens, was ich damit sagen möchte. Mich persönlich würde an der Stelle jetzt interessieren, was ihr einfach zu dem Thema sagt. Oder schreibt mir auch gerne in die Kommentare rein, was könnt ihr. Ja, Leute, an der Stelle würde ich auch sagen, das war's mit dem heutigen Video. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Leute, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, unbedingt abonnieren und die Glocke einschalten, damit ihr bloß kein neues Video von mir verpasst. Als nächstes checkt auch unbedingt mein Instagram-Account ab, falls ihr da mir auch noch nicht folgt. Da bin ich auch immer schön aktiv. Und ansonsten, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Hoffe, dass ihr wieder einschaltet und bis dahin, ihr wisst Bescheid, immer schön langsam fahren. Und bis dahin, peace out.